im Riesenradlauf sicher ein interessantes Rennen von der Konstellation her, meiner Meinung nach. Bleurois, erster Linksdreher, kann gut beginnen, aus dem Band auch. Ich denke schon, er hat schon bei der Stadt gelaufen und er läuft gut weg. Er macht einen unheimlich frischen Eindruck in der Arbeit, er ist gut drauf. Aber es sind natürlich sehr, sehr gute Mitbewerber dabei. Und ja, letztes Mal hat mir ein bisschen so der letzte Einsatz gefehlt. Aber wenn er den hat, dann kann er schon prominent enden. Für die Olena als vierte Rechtsdreherin wird es schwierig werden. Na ja, Olena ist ein gutes Pferd. Ich habe ja das schon vormals öfter angesprochen, dass sie aus einer rekonvaleszenten Zeit kommt. Und deswegen glaube ich, wird sie schon anständig mitlaufen. Die Höchstform wird noch etwas auf sich warten lassen, weil nach solchen Verletzungen es einfach nicht ganz leicht ist, wieder an die Formspitze heranzukommen. Das gilt für Mensch und Tier. Wir haben da noch einen dritten im Bunde mit Theo. Die Mariah, die läuft, beziehungsweise ist zuletzt wieder sehr, sehr stark gelaufen. Irgendwann ist sie fällig. Irgendwann ist sie fällig, das ist richtig. Und sie hat mich ein paar Mal auch schon enttäuscht, da muss ich sagen, wo ich eigentlich sehr euphorisch war, weil ich sie arbeiten gesehen habe und mir gedacht habe, die kann eigentlich nur gewinnen. Aber man sieht, dass die Einschätzungen auch von uns nicht immer ganz realistisch sind. Und auch nicht sein können vielleicht. Und ich glaube, heute ist das Rennen mit Zulage schon schwer für sie. Und noch etwas kommt dazu, der Theo hat auch noch nie einen Bänderstart in Österreich gefahren. Da muss man anfangs ein bisschen vorsichtig sein und ein bisschen schauen, dass man hier das alles gut macht. Und ja, trotzdem, Platzgeld ist immer möglich. Auftakt zur Super-Finish-Wette mit dem Riesenradlauf. Hulk Venus hast du jetzt zweimal hintereinander gewonnen, aber das ist jetzt eine andere Kategorie. Er ist gut in Form, aber für meinen Geschmack auf der Mitteldistanz wahrscheinlich auch ein Ticken stärker. Wie siehst du das? Ja, der ist wirklich in Bombenform, überrascht mich auch sehr, immer wieder, wenn er im Fahr ist. Also der geht wirklich fantastisch, der Wolfgang hat den super in den Griff bekommen. Ich glaube sogar, dass ihm die Stierdistanz nicht so viel ausmacht. Viel wichtiger wäre ihm verdecktes Rennen mit ihm. Eben wieder spät freikommen oder spät losfahren müssen, dann wieder da auch vorne dabei sein. Um einen Sieg wird es immer sehr schwer, vor allem ein Diamant Venus, Lord Brode, ja okay, 40 Meter wird auch, glaube ich, ein bisschen zu viel werden. Aber vor allem Diamant Venus, ich glaube, den kann ich nicht schlagen. Siebte Rennen, Riesenradlauf, Auftakt in die Super Finish-Wette. Du hast die Klasse im Feld, sage ich einmal. Aber 40 Meter, auch wenn es 2,6 sind, ist hart ums Feld herum, weil es sind ja doch sehr gute und ausgeglichene Pferde drinnen, wird eine schwere Aufgabe. Richtig gesagt, also von der Klasse her ist er eigentlich, muss man sagen, der Beste vom, ja. Aber es sind in den ersten zwei Bändern viele gute Pferde drin. Und 40 Meter ist kein Honigleckchen und muss man auch schauen, dass der Rennverlauf passt, dass das Rennen zügig wird, das mag der Lord Brode. Und ja, und dann schauen wir, was zum Schluss geht. Zagaba will ich jetzt nicht kleinreden, aber der hat bis jetzt bei allen seinen Lebensstarts, war unter den ersten fünf. Wenn das heute gelingt, wäre das eigentlich schon fast sensationell, wenn man sich das Feld anschaut. Ja, es ist ein gutes Feld, aber wenn er mit der 1 gut wegkommt, und ich glaube, Ari schafft das, dann glaube ich schon, dass er wieder unter die ersten fünf sein wird.